Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stonehearth. Es geht wieder weiter. Wir stürzen uns in ein neues Abenteuer, in ein neues Dorf sozusagen, werden das zusammen errichten und zusammen heißt, es wird wieder ein Community-Dorf werden. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, in das Dorf einziehen. Haut es in die Kommentare, falls ihr irgendeine wichtige Rolle im Dorf übernehmen wollt. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen loslegen und ich habe da was ganz Tolles entdeckt. Ich habe im Hintergrund mit den Seeds ein bisschen rumgespielt und geguckt, was es alles für Karten gibt. Und da habe ich einen Seed gefunden, der ist absolut optimal aus vielerlei Hinsicht. Und als ich dann kurz reingezockt habe, dann kam für mich persönlich der Hammer. Und deshalb, das müssen wir unbedingt spielen. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn wir den Seed eingeben, wieder so wird. Diese Karte ganz genau so, mit allen kleinen Spezialitäten sozusagen. Ansonsten, falls das nicht der Fall sein wird, ist es zwar schade, aber ich habe ein kleines Videoschnipsel daraus gemacht von meinen Versuchen, diese Karte schon mal angesehen und ja, da, falls es also dieses spezielle Gimmick nicht geben wird, seht ihr das am Ende des Videos als kleines Videoschnipsel, ansonsten haben wir es ja. So. Die Citizens stehen hier zur Auswahl. Wir haben einen relativ schlechten Roll sozusagen erwischt, hier zumindest auf die Buddy-Werte, die ich doch eigentlich immer sehr gerne oben sehen würde. Schauen wir mal, da haben wir jetzt 2 Sechser, 3 Sechser, der Rest allerdings 4, 2, komm, wir wagen es nochmal. Wieder 3 Sechser, 4, 2, 2, 1, nee, nein. Nein. Jawohl, das sieht doch schon besser aus. Hier haben wir recht hohe Rolls auch auf die Crafting-Abteilung sozusagen. Der Fluchtinstinkt ist auch nicht so stark ausgeprägt. Das sieht man hier über diese Werte. Und Buddy-Werte sind relativ hoch. Das gefällt mir schon sehr. Ich überlege, was nehme ich von Anfang an mit rein? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Farmer's Home mit. Und komm, nehmen wir die Werkzeuge mit. Es spart uns zwar nicht viel, andererseits, ich könnte auch das Gold nehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe das Zeug nicht, dann habe ich 150 Gold, die ich mit ins Spiel reinnehme. Und dann könnte ich beim erstbesten Händler, der kommt sowieso, dann schauen, was ich kaufen kann, ob es Nahrung ist oder Klamotten, damit die Arbeiter schneller sind. Da könnte ich mir auch drei Arbeiteranzüge verkaufen für 150 Gold. Ist schon nicht ganz wenig. Und die Sachen sind ja auch schnell hergestellt, bis auf die Spindel. Komm, das ist jeweils nur ein Holz. Die Spindel ist hingegen mit der Baumwolle verbunden. Die nehme ich mir mal. Strapper's Knife ist hingegen sehr wertvoll, weil man dafür erstmal Eisen, glaube ich, braucht, um das herzustellen, oder? Und es bringt sehr viel Nahrung am Anfang. Komm. Wir machen das so. Und sagen Embark und dann kommt der ominöse World Seed, von dem ich gerade geredet habe. Der ist auch nicht schlecht hier. So was ähnliches habe ich gesucht. Ein kleiner Berg mit möglichst einem oder mehreren Seen dabei. Mal schauen, ob es noch im Zwischenspeicher ist. Natürlich nicht. Also dann muss ich hier abtippen. Es ist die 10465692272. 10, 46, 56, 92, 72. Ja, passt. So, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Enter. Loading, loading. Und da sind wir. Und hier unten, das gefällt mir ganz gut. Meine Vorstellung ist nämlich, auf dem Berg eine Art Festung zu bauen. Und unten so ein bisschen ein Dorf, das Farmerleben. Und natürlich ein paar Hütten an einem nicht ganz so kleinen See. Also es passt eigentlich ideal. Und wie gesagt, diese Karte hält auch noch ein paar Spezialitäten parat. Ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen, dass das wieder der Fall ist und nicht irgendwie nochmal Zufallswerte sind, die da im Hintergrund stehen, was da so spawnt. So viel kann man ja schon mal verraten. Settle hier. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall finde ich, es ist eine schöne Ecke, wie gesagt, dann oben so eine Burg drauf drohen zu lassen, irgendeine Festung drauf zu machen. Da kann man so ein bisschen das verbinden, was wir bisher gemacht haben. Eine Burg hatten wir ja auch schon mal gebaut. Ich würde jetzt natürlich ein bisschen kleiner ansetzen. Und ja, es ist so, es ist wieder da. Ihr seht es da schon. Schaut mal. Riesenhasen, es sind Riesenhasen. Mal schauen, sehen wir irgendwo einen. Das sind, ich finde das so klasse hier.
Riesenhasen sind hier, ja wunderbar. Und ja, das sind ja, Zeugnisse alter Zivilisationen, die hier mal waren. Aber die sind anders angeordnet als vorhin. Vorhin hatte ich auch noch mehr Riesenhasen. Jetzt sind es nur zwei, die ich hier sehe. Ach ne, da unten ist noch einer, aber die sind ein bisschen verteilter. Ja gut, egal, wir siedeln erstmal. Und zwar mal überlegen. Also, hier werden wir. Hier hätten wir Büsche. Ja, ne. Dafür haben wir hier Hasen. Hier haben wir auch ein paar Büsche, aber auch keine Hasen. Also Hasen und Büsche vertragen sich nicht. Die Riesenhoppeldinger haben da scheinbar alles weggefressen. Was machen wir jetzt? Ich brauche am Anfang eigentlich schon ziemlich dringend Büsche. Allerdings hier drüben zu siedeln ist so ein bisschen. Ja, ne? Geben wir es uns hart und dreckig und siedeln hier ohne Büsche und so und versuchen gleich alles über Farming zu machen. Letzteres wäre echt hart. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, vor lauter Hasen. Aber ich war nicht so begeistert von den Hasen, dass ich mir irgendwie keine Gedanken mehr über die Büsche gemacht habe. Ist am Ende die Karte doch nicht so gut. Hier sind ganz viele Büsche. Ich meine, letzten Endes, wir werden eh da hochsiedeln, ne? Aber ich würde so gern hier irgendwas machen mit den Hasen. Da müssten wir doch was überlegen. Ah, wie mache ich das? Ich könnte hier siedeln, dann sind die Büsche vielleicht noch in Reichweite, oder? Mal sagen, wir siedeln hier. So die goldene Mitte fast. Kann man das probieren? Ich glaube, das ist doch eine ziemliche Entfernung. Na, schwierig. Schwierige Entscheidung hier am Anfang. Das wäre eigentlich die ideale Position. Wenn man ganz ehrlich ist, hier könnte man siedeln. Da hat man Platz, da hat man die Büsche, da hat man Bäume und Wasser. Aber ich will ja die Burg haben. Ich will, ich will, ich will. Und wenn wir hier hingehen, sind wir weit weg vom Wasser. Komm, ich mache das jetzt hier. Wir siedeln hier. Und dann hoffen wir mal, dass die Jungs und Mädels Buckingham. Huch. Bäh, voll vorbeigehauen. Buckingham nenne ich mal unser Dörfchen dieses Mal. Nach Buxtehude oder Buxtehude. Es ist nun Buckingham und ich bin gespannt, ob das ja, ob das die Bugs vielleicht abschreckt. Mal schauen. Es ist ja wirklich stabil geworden mit der Alpha 11. Und ja, wir sehen es hier. Das sind also ein Ancient Monument. Mossy, but the stone is still good. Ich könnte es also abbauen, beziehungsweise muss tierisch aufpassen, das nicht aus Versehen abzubauen. Das lässt sich ganz normal, wie die Bäume auch, einfach abreißen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich muss hier irgendwie schauen, dass ich das in die Stadt integriert bekomme. Also, gut. Folgendes. Wir machen Folgendes. Wir machen erstmal Platz. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt also, die Bäumchen hier müssen auf jeden Fall weg. Du auch. Und komm, du auch. So. Und das hier, der steht ja auch halb da im Berg drin. Das muss auch nicht sein. So, die können schon mal weg. Und wenn die weg sind, können wir an die Stelle, wo die waren, unser Lager setzen. Und dann, wenn ich das Lager habe, baue ich hier den Mist mal ab. Und bin gespannt, ob die das dann rübertragen. Dann hätten wir zumindest mal eine rudimentäre Versorgung. So, was haben wir denn? Wir haben eine Säge und wir haben ein Trapper's Knife. Das ist in der Tat jetzt wirklich alles am Anfang. Das ist insofern neu, als dass man das eben ein bisschen mitbestimmen kann, was man da am Anfang hatte. So, wir machen ein großes Lager für den Anfang. Wir lagern alles ein. Wir bestimmen gleich mal einen als Trapper. Und für den sind diese letzten Werte wichtig. Wir schauen uns mal die Citizens an. Emilia Hart. Also, wie gesagt, ihr könnt die Rolle der Citizens übernehmen. Bewerbt euch einfach, indem ihr einen kurzen Kommentar reinhaut, welcher Citizen ihr werden wollt. Und dann schauen wir mal. Also zum Beispiel der Jäger, der wird jetzt nämlich bald vergeben werden. Einer mit möglichst einem 6er-Wert auf Spirit sollte es sein. Schauen wir mal rein. Da hätten wir einen. Compassion zum Beispiel, Trapper Pet Count, also da die 68, mal schauen, wir hatten da einen höheren Wert, 39, 34, 57. Jetzt muss man schon wirklich ein bisschen drauf achten. Also ist in der Tat
der bestgeeignete Trapper, der Mart oder die Mart, ich weiß es gar nicht, Change und Trapper. Zack. Dann haben wir das und über den kriegen wir ja auch schon mal ganz ordentlich Nahrung, hoffe ich zumindest mal. Quatsch, hier abbauen. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Weit ist es weg, aber wird ja hoffentlich gehen. So, dann muss der Trapper jetzt auch gesagt bekommen, wo er was ernten soll, wo er jagen soll. Ich würde sagen, das machen wir irgendwie, machen wir hier. Ach, das geht gar nicht über Bäume. Doch, geht über Bäume. So, ist aber ein ganz schön großes Gebiet, ne? Bäh. Funktioniert nicht gut. So, komm, das reicht. Bin ich mal gespannt, ob der loslegt und was der so mitbringt. Also, wir wissen es aus dem kleinen Special, was ich gemacht habe. Es gibt viele Neuerungen, unter anderem eben, dass jetzt die Citizens hier, unsere Einwohner, tatsächlich einen Backpack haben. Ihr seht, da stopfen die dann alles Mögliche rein. Der hat jetzt tatsächlich nur ein Päckchen drin. Es gehen aber bis zu 3 Stück. Und was haben wir hier für einen Traveler? Here's something to get you started. Ein Farmer's Hoe, 2 Basket of Berries, 2 Basket of Tulips. Ja, super. Dankeschön, lieber Traveler, der du da vorbeikamst. Jetzt müsste ich mal überlegen, was brauchen eigentlich Farmer für Attribute? Da bin ich jetzt in der Tat gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Oder überfragt vielmehr. Mal schauen. Crafting Speed, ob es das ist, glaube ich jetzt eher nicht. Experience Gain wäre natürlich nicht ganz verkehrt. To craft fine items brauchen wir nicht. Muscle ist einfach Damage. Ich mache mal kurz Stopp, damit wir uns das in Ruhe anschauen können. Speed ist okay, wenn das ein Farmer hätte. Sleep Duration, naja gut, nicht so wichtig. Chance to flee in Combat ist auch nicht so wichtig. Resist Enemy Charms, okay. Trapper Pad und also ich würde sagen irgendwo Experience wäre gut und Speed wäre gut. Wobei Speed auch bei den Workers natürlich super wäre. Wir schauen mal. Also hier haben wir 49, 126, 52, 58. Der kriegt natürlich so gut wie gar keine Erfahrung hier. 48, oh, da ist auch schlecht. 56, dafür beim Speed eher schlecht. Wobei ich echt den Speed, glaube ich, lieber bei den Arbeitern hätte. Also, oder bei der Stadtverteidigung ist es natürlich auch nicht ganz verkehrt. Ich denke, die gute Kate könnte unsere erste Farmerin werden. Davon werden wir einige brauchen. Das wäre das. So, und dann wäre das nächste ein Schreiner. Crafting Speed. Schauen wir mal, wer da am höchsten ist. 55 haben wir jetzt einmal. Das gibt es aber nicht, weil die ist schon Farmerin. Hier 56, 41, 58. Ist allerdings mit 176 einer unserer stärksten. Gehen wir mal hier. Der Thess, der wird jetzt Schreinermeister. So, das Schöne ist, dass die ganzen Berufe, die vergeben sind, trotz allem natürlich weiterhelfen. Das heißt also, die, wenn sie nichts zu tun haben, bauen entsprechend an den Häusern und dergleichen mit und ernten Früchte oder fällen Holz. Also das geht jetzt nicht so sehr verloren da, die Arbeitskraft dadurch. Wir müssen dann den Workshop bauen. Machen wir mal hier. Build Workshop. Und wir machen es wie immer am Anfang erstmal hier direkt am Lager dran. Dann sind wir da am flottesten unterwegs. Und die gute Farmerin wird jetzt auch beschäftigt. Da bauen wir mal die ersten Felder. Ich denke, wir machen die. Wie macht man das? Brauchen wir mal so ein bisschen Stadtplanung. Ich denke mal, hier wird man so eine Art Bootshütte machen. Ne? Mit so einer Anlegestelle. So, und dann wäre das Farmland tendenziell entweder hier. Wäre vielleicht nicht so verkehrt, weil wir hier auch die Bären haben, ne? Dann könnte man das Farmland hier machen. Hier noch so ein bisschen Siedlung eventuell mit der Statue. Vielleicht kriegt man da so einen Park drumherum gebaut. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Das wird dann sowieso wieder platt gemacht. Ein Lager wird es auch noch geben. Ich
Ich denke, hier könnte man in der Tat die Farmerhütten bauen. Und Farmer brauchen Platz. Also, damit wir hier erstmal Wege bauen können und überhaupt durchkommen, müssen ein paar Bäume weichen. Das wird auch den treffen. So. Ich denke, die erste Farmhütte würde hier ganz gut hinpassen. Dann machen wir die mal weg. Dann können wir hier so ein paar Felder hinmachen. Hier machen wir so einen Weg rüber. Und hier könnte es, oder hier. Ich denke, wir bauen hier den Aufgang dann zur Burg. Hier oben, das reißen wir weg. Diesen Schniepel brauchen wir nicht. Hier oben kommt die Burg drauf. Naja, also ein großes Vorhaben. Viel zu tun. Klein ist ja, klein kann ja jeder, ne? Also von daher, wir klotzen. Wir klotzen einfach nur. Auch das Ding muss ich wieder versetzen. Das kommt dann tendenziell eher hier irgendwo hin. Mal gucken. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Merkt ihr vielleicht auch in der Stimme. Ich muss mich auch ab und an mal muten. So zum Beispiel jetzt. Kleinen Moment. Eieiei. So. Ich hoffe, das hört bald auf. Also ist echt zäh dieses Mal. Also irgendwie, ich weiß ja nicht. Sommergrippe. Ich hatte sowas ewig nicht mehr. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil es mich das letzte Mal im Sommer, also als mich da das letzte Mal umgehauen hat, ist wirklich erstaunlich. Aber naja, gut, dafür dann richtig heftig scheint's. Wir bauen unsere erste Hütte. Dem Farmer mal wieder ein schönes Heim und wie gesagt, hier würde ich dann gerne die Felder hinsetzen. Dann könnten wir das hier. Ich denke, wir machen eher so eine kleine Farmersiedlung, oder? Wir brauchen ja ohnehin mehrere Farmer. Dann machen wir lieber nicht so ein großes Farmerhaus, sondern mehrere kleine Farmerhütten. Würde mir persönlich ziemlich gut gefallen, glaube ich. Mal so ein bisschen was anderes sozusagen. Könnte man hier sagen, komm, wir machen ein bisschen Abstand. So. Trollo. Was war das denn? Ich wollte doch einen Boden bauen. Bisschen Abstand. Machen die Mauer. So, dann sind dazwischen drei Abstand. Würde kein Weg passen im Zweifelsfall. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. Komm, so. So. Hier könnte man einen Weg dran vorbeiführen und dann hätten wir hier Platz für ein weiteres Farmerhaus. Hat man hier so eine kleine Siedlung machen. Das finde ich doch schön, so eine kleine Farmersiedlung. Und hier ein Lager mit den Nahrungsmitteln. Könnte man eigentlich auch machen. Hier dann das Lager mit den Nahrungsmitteln. Ich stecke das einfach alles schon mal ab, nur damit ich so eine grobe Planung habe. Ja, also wir machen das diesmal ein bisschen anders. Ich will auch mal immer was Neues ausprobieren. Dann könnte man hier Lager, Nahrungsmittel, vielleicht könnte man da sogar so eine Art Küche schon reinmachen, ne? Müssten wir es noch ein bisschen breiter ziehen. So vielleicht. Fällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Hier könnte man einen kleinen Weg reinmachen. Hier könnte man einen kleinen Weg reinmachen. Zwischen die beiden Häuser durch. Joa. Das ist doch schon mal ganz okay. Dann schnappen wir uns hier mal. Ja, warum eigentlich nicht? Wohl, das könnte man fast verbinden, ne, miteinander. Aber so könnte man es einzeln bauen und müsste nicht so ein Riesenprojekt hier am Anfang haben. Wie sieht denn das so aus, wenn es fertig ist? Fast ein bisschen zu eng, ne? Fast ein bisschen zu eng. Das hier müsste weg. Dann könnten wir hier zwischen den Weg noch immer ziehen. Hier hätten wir die große Halle. Ja, komm, machen wir es lieber so. Ich bin noch am Experimentieren. Es wird vielleicht ein bisschen dauern. Wer weiß, wer weiß. Aber wir schaffen das. Bin da zuversichtlich.
Immerhin einer. So, dann kommt der Baum leider auch noch weg. Ich will ja möglichst viele Bäume eigentlich retten und das Dorf auch lieber ein bisschen grün haben. Das ist ja immer so mein Bestreben, das noch so ein bisschen in die Natur zu integrieren, aber geht natürlich auch nicht immer. So, Türchen. Fenster. Und hier zum Spannen, zum Nachbar. Machen wir es dahin und so und hier. Ups, da haben wir falsch gesetzt. Sekunde, das müsste wieder so sein. Wunderbar. Passt doch. Zack und zack und hier auch. Ihr wisst ja, Symmetrie, Symmetrie. Symmetrie gewinnt. Super, das hätten wir. Und ist die Frage, ob man da schon ein zweites Geschoss draufsetzen. Ich würde sagen, nee, wir machen da jetzt direkt mal das Dach drauf. Wir schrägen es in alle Richtungen ab, machen zweimal hier so ein. Ja, ich glaube, das könnte man fast ein bisschen flacher machen, oder? Ja, so sieht es auch ganz gut aus. Und das Ding bauen wir dann später fertig. Das habe ich mir nun mal sozusagen als kleines Grundstück reserviert. So, und dann können wir eigentlich dieses Häuschen Finish Editing Build in Auftrag geben. Und ach komm, das auch schon. Build, jawohl, können wir auch. Und der gute Schreiner kann loslegen. Was war denn das eigentlich für eine Meldung gerade? Oh, Trapper Level 1. Gibt es schon ordentlich Fleisch? Naja. Ist überschaubar, ne? Sehr überschaubar. Was machen die Bären? Die sind auch noch nicht nachgewachsen. Also gut. So, dann. Unser Schreiner muss loslegen. Maintain one in Stockpile bei den Türen und bei den Fenstern. Das heißt, ups, das wollte ich nicht, sondern das hier. Das heißt, er baut immer so viel, wie gebraucht werden und behält eins im Lager. Das ist also die einfachste Methode, um hier immer genauso viel Türen und Fenster zu haben, wie benötigt werden für den Hausbau und nicht irgendwie zu viel im Voraus zu produzieren oder zu wenig. So, und hier sehen wir, oder was heißt sehen wir? Hier plane ich, die Gaststube sozusagen zu bauen. Dort wird der Koch sein Zuhause haben, samt ein paar Tischen. Und hier werde ich dann mit den neuen Crates, die gebaut werden können, also mit den Lagertruhen. Warum bauten die nicht mit? Der Trapper, na gut, er hat genug gemacht. Was mir hier einfällt, wir brauchen auch ein Schwertchen und das möglichst flott. Oder sogar zwei, oder sogar drei. So, das sollte man machen, dann sind wir sicher, falls die Goblins kommen und die werden kommen. Das ist das Schlimme. Hier die Traps und ist was drin? Nee, noch nicht ausgelöst. Ich konnte gerade nicht mehr rausscrollen, da war ein Baum im Weg. Es wird morgen und alles schläft. Ja, bald gibt's Betten. Die muss ich auch herstellen. Ah, so viel am Anfang immer, ne? Man hat da wirklich alle Hände voll zu tun. Aber ich denke, es wird ein ganz cooles Café. Kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier ordentlich los. Das war so die kleine, ja, wie soll man sagen, Begrüßungsfolge sozusagen im neuen Community-Dorf. Wir werden hier richtig loslegen. Oben gibt es dann die Burg, sobald allerdings erstmal unten das Dorf steht und die Wirtschaft sozusagen funktioniert. Dann stürzen wir uns erst auf den Berg. Da will ich jetzt nicht zu früh anfangen und am Ende irgendwie unten nicht zurande kommen oder das Dorf nicht verteidigt bekommen. Wir müssen sowieso erstmal schauen. Mit der neuen Version ist es ja wirklich härter geworden, das Volk sozusagen zu versorgen. Also wir brauchen richtig ordentlich.
ja, wie soll man sagen, richtig ordentlich Felder, die wir bestellen müssen, gute Farmer, die da unterwegs sind. Da werden wir noch wenigstens einen weiteren jetzt gleich rekrutieren dürfen in der nächsten Folge und die ersten Felder auch schon mal anlegen. Nicht nur das Haus bauen, ich muss auch an die Felder denken. Naja, und dann schauen wir mal, wie unser Dörfchen wächst und gedeiht. Und ihr könnt, wie gesagt, reinziehen. Haut in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf habt. Der Endscreen ist zu Ende und damit auch die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.